Kombinierte Schacht-Flight-Systeme, sogenannte Molded Flights, sind definitiv einer der absoluten Produkttrends in 2024. Einer der ersten schon vor einigen Jahren, ganz klar, Condor mit dem X-System, also jetzt auf Steeldarts bezogen, das sich gerade in den letzten Monaten zunehmender Beliebtheit auch erfreut hat. Dazu hat Target dann sein K-Flex-System vorgestellt, Winmo kam mit dem Fusion-System raus und auch von L-Style gab es jetzt nochmal einen Molded Flight-Nachschlag mit den Phantom Easy Flights. Ich habe alle Systeme jetzt längere Zeit mal gespielt und ausprobiert und möchte auch ganz allgemein vielleicht mal so zum Einstieg darauf eingehen, wo sehe ich persönlich jetzt so ganz allgemeine Vorteile von solchen kombinierten Schacht-Flight-Systemen, gibt es eventuell auch Nachteile aus meiner Sicht und dann gehe ich mal auf die einzelnen Systeme ein, die ich so gespielt habe und gebe mal einen Eindruck so von meinen Erfahrungen und wo ich jetzt aktuell bei welchem System ich mich da so ansiedle. Und wundert euch nicht, warum ich heute vielleicht ein bisschen kacke aussehe oder die Stimme etwas nasal klingt. Ich bin noch nicht so hundertprozentig fit, war jetzt zuletzt etwas kränkelnd. Aber hey, das ist keine Entschuldigung, nicht mal ein Video zu machen. Also, Molded Schacht-Flight-Systeme. Aus meiner Sicht ein ganz klarer, riesengroßer Vorteil natürlich, du hast nicht mehr diese ganzen Einzelkomponenten. Denn der Klassiker ist ja Nylon-Polycarbonatschaft mit einem Schaftring, mit einem Flight, den du aufbiegst und da drauf bringen musst. Wenn es haltbar sein soll, dann am besten noch lochen. Und dazu gibt es noch so einige Schäfte, die sich auch sehr gerne mal lose drehen. Das heißt, du hantierst noch mit Gummiringen oder anderen Dingen rum. Und all diese vielen Einzelkomponenten und Tools sind jetzt passé. Ein weiterer Vorteil aus meiner Sicht ist natürlich, dass es keine Robin Hoods mehr gibt. Sollen sie auch gerade verhindern. Gerade dadurch, dass es ja gar keinen Übergang mehr zwischen Flight und Schaft gibt, keine Ecken, keine Kanten, keine Lücken. Kann also ein nachfolgender Dart nicht in einen steckenden sich verhaken oder hängen bleiben. Die Systeme sind aus einem verhältnismäßig harten Material gegossen. Das macht sie auf der einen Seite sehr haltbar und auf der anderen Seite brauchst du da auch nicht mehr an den Flights oder so rumzubiegen, dass die ihre perfekte Form behalten, weil die ist von vornherein immer 90 Grad. Das ist auch so ein Ding, was mich persönlich zum Beispiel bei einigen Flights immer nervt. Das eine ist, machst du sie relativ neu drauf, je nachdem aus welchem Material die sind, bist du ständig dabei, die immer so ein bisschen wieder zusammenzudrücken, damit sie halt in ihrer Form bleibt. Das zweite, was durchaus passiert, spielst du mal eine enge Gruppe, ploppen dir die Flights an. Soll manchmal ja auch so sein, um eben den nachfolgenden Darts Platz zu machen. Nichtsdestotrotz immer wieder so eine Bück-Arie. Ich persönlich finde das nicht so geil, wenn das sehr häufig passiert. Darum bin ich tendenziell eh schon immer der Freund von Polycarbonatschäften mit der Alu-Aufnahme, wo du eben den Flight sehr fest hinten drauf drücken kannst. Und klar, wenn diese Schacht-Flight-Systeme schon mal relativ hart vom Material her sind, heißt es auch, die sind hart im Nehmen, also haltbar. Wie lange das jetzt so ist, da ist natürlich schwierig, wirklich verlässliche und vergleichbare Angaben zu machen, weil es auch wirklich davon abhängig ist, wie häufig spielst du, wie intensiv sind deine Gruppierungen, wie schwer sind deine Barrel oder auch wie dick und wie raspelig ist der Griff oder auch deine Spitzen vorne, hast du eine Kante im Barrel oder ist die eher entschärft? Also es gibt auch verschiedene Rahmenbedingungen, wo ich sagen würde, unter günstigen Umständen spielst du da sehr Material, also flightschonend. Und es gibt das genaue Gegenteil, wo ich sage, ja da musst du dich nicht wundern, wenn du jegliches Material in kürzester Zeit einfach runterhobelst. Also zusammenfassend, die größten Vorteile aus meiner Sicht, einfach nur ein System, keine Einzelkomponenten, idiotensicher in der Anwendung. Zum zweiten, haltbares Material, das heißt immer optimale Form und dazu eben auch recht belastbar. Also auch wenn der Preis natürlich höher liegt, kannst du so ein System aber auch wirklich lange, lange spielen. Robin Hoods oder abpoppende Flights und solche Geschichten sind passé und damit finde ich eigentlich viele blöde Eigenarten, die so Standardsysteme bislang haben, fallen damit weg. Klar kann es auch Nachteile geben. Gibt zum Beispiel einige, die mögen dieses Plastikgeräusch nicht, wenn man die Darts in der Hand hält oder wenn sie eng aufeinander kommen. Das ist halt so ein ganz individuelles Empfinden. Ich habe mich da jetzt im Laufe der Zeit dran gewöhnt. Mich stört es nicht. Das harte Material ist aber in der Regel auch sehr glatt. Und damit sind die Darts zum Beispiel auch schneller in der Luft unterwegs. Kann man sich auch gewöhnen, ist aber auch nicht so jedermanns Sache. Mit Sicherheit der Preis, also so Target K-Flex, Winmo Fusion sind jetzt noch verhältnismäßig günstig mit ihren rund 8 Euro. Aber halt so ein etabliertes Condor X-System, wo es ja mehr Auswahl, Spielerdesigns und gibt, da kannst du auch schon mal bei 14 bis 16 Euro landen. Und L-Style Phantom, glaube ich, aktuell so um die 9 bis 12 Euro. Und ich habe jetzt Condor X, wie Target K-Flex, wie Winmo Fusion, als auch jetzt das neue L-Style Phantom-System einige Zeit lang gespielt. Und gehe dann jetzt mal im Speziellen auf die einzelnen Systeme ein, wo ich hier so Vor- und Nachteile aus meiner Sicht und Spielpraxis sehe.
fange ich mal bei einem System an, was ich sag mal, wiederentdeckt habe, nämlich den Condor X. Klar muss man sagen, aktuell von allen auf dem Markt erhältlichen Systemen mit das teuerste. Für mich aber eben auch eins, wo jetzt die größte Auswahl da wäre, was Formen, was Längen, was Designs, was Farben anbelangt. Aber im Verhältnis zum Preis, muss ich mal auch sagen, sind die einfach schweinehaltbar. Und auf das Wiederentdeckt komme ich jetzt gleich durch die ganzen Tests. Ich habe hier zum Beispiel ein, das habe ich gute 12 Monate jetzt, System in diesem Design. Ist die etwas schmalere Shapeform, dazu auch noch lange Schäfte. Das hat für mich halt nicht so gut getaugt, weil Darts, die ich damit spiele, mir generell einfach zu tief mit dem Hintern hängen. Also wer gerne Darts drauflegt, für die wäre das optimal. Ich spiele gern genau gegenteilig. Ich habe es ganz gern, wenn der erste Dart ein bisschen steiler im Board steckt, sodass ich unten halt den Flight anspielen kann und in den nachfolgenden quasi da drunter komme. Und darum ist auch die schmalere Condor X-Form nicht so die von mir bevorzugte. Aber in Bezug auf Verarbeitung, Haltbarkeit, dass die Schäfte sich auch nicht so schnell lose drehen. Robin Hood sowieso nicht, Bouncer mir so gut wie nie aufgefallen, also jetzt von diesem System her bedingt. Das Einzige, was ich bei Condor X halt manchmal habe, ist, dass ich größere Ablenkungen, also Deflects habe. Das heißt, du willst eigentlich eine enge Gruppe spielen, kommst aber irgendwie dann auf diesen Fly, dann landet der halt doch ein bisschen weiter im benachbarten oder einfach in einem anderen Feld. Passiert allerdings nicht allzu häufig und daher sage ich auch quasi wiederentdeckt. Ich mag diese neuen, frischeren Farben wie hier jetzt von der größeren Standard-Shape-Form. Und die habe ich jetzt 1-2 Monate gespielt und klar, man sieht hier erste Kratzer und vielleicht so ganz leichte Kerben hinten. Aber große Shape-Form, mittellang, also bei Condor X heißt es ja einfach auch M in 27,5 mm, das ist hier für mich wirklich ein super System. Spielt sich gut, ich komme damit sehr gut klar, ist für mich sehr haltbar. Hier habe ich auch nochmal eine andere Farbe. Und genau diese Schäfte merke ich, dass ich die einfach sehr, sehr gerne auch ratzfatz auf ein anderes Setup mal draufbringe und einfach nur damit spiele. Also aus meiner Sicht, Condor X, ja, Anschaffungspreis ist ein bisschen höher. Und ab und an können die Deflects mal ein bisschen größer ausfallen. Das sind aber für mich jetzt so die einzigen zwei Nachteile, auf die ich es hier zusammenfassen würde. Target K-Flex, klar kann man sagen, hey, ist ein System, kostet nur 8 Euro und grundlegend, es funktioniert. Von vielen habe ich gehört, die sind damit wirklich zufrieden. Das ist so ihr neues System, gerade auch als Alternative zu Condor X. Mich persönlich freut es, dass Target jetzt neben Transparent, Schwarz und Weiß noch weitere Farben nachgelegt hat. Aber es ist halt nach wie vor die Standard schmale Shapeform. Und damit hängen es bei mir, gerade in dieser mittleren Länge, die Darts tatsächlich einfach zu tief. Und by the way, ich glaube, dieser Flex-Effekt, der macht sich jetzt nicht so großartig bemerkbar. Gerade bei den kurzen, da flext halt nichts. Aber die Darts machen ja so oder so den nachfolgenden im Board Platz. Also die drehen sich dann halt einfach leicht weg. Das ist ja egal. Hauptsache, du kannst enge Gruppen spielen, hast keine Robin Hoods, hast nicht zu große oder gar keine Bouncer bzw. Deflects. Und es scheint insgesamt bei den Target K-Flex zu funktionieren. Aber wie gesagt, für mich ist im Moment noch der Nachteil, es gibt nur die Slim Shape Form, da warte ich dann aufs nächste Jahr und spiele dann sehr gerne nochmal die größere Form. Haltbar sind sie definitiv auch wenn sie dir mal auf den Boden fallen und so weiter. Ihr seht es ja, einige haben hier schon eine ordentliche Delle und so weiter drin, die habe ich auch schon mal intensiver getestet. Da ist aber nichts, die kannst du nach wie vor noch so spielen. Gefühlt habe ich ab und zu ein bisschen mehr Bouncer durch die etwas dickere Rinne und durch diesen festen Auslauf. Meist aber auch, wenn nachfolgender Dart schon nicht ganz so günstig im Winkel, sage ich mal, ankommt. Und hier manchmal dann auch Deflects, wenn du den eben eher so ein bisschen federnden Flight nochmal triffst. Da können die dann schon mal ein bisschen weitergehen. Eine Eigenart, was für den einen vielleicht ein Vorteil, für den anderen Nachteil sein kann, ist, die dicke Führungsrinne am Schaft ist eigentlich bis zur Verschraubung am Barrel ausgeführt. Also wer hier hinten gerne Grip haben möchte oder so eine kleine Kuhle spüren, für den kann es wie gesagt ein Vorteil sein, manch einer stört sich aber genau daran. Da ich selbst nie so weit hinten greife, ist es mir relativ Latte, aber es kann halt auch nochmal ein Kriterium sein für all jene, die wirklich sehr weit hinten oder sogar halt auf dem Schaft selber noch ein bisschen ihren Finger haben. Also aus meiner Sicht, Preis ist in Ordnung, Haltbarkeit ist in Ordnung, Farbauswahl gibt es immerhin jetzt auch. Ich vermisse halt nur den etwas größeren Shape, dann werden sie bei mir auch nochmal ausprobiert. Als nächstes die Winmore Fusion, preismäßig wie die Target. Mir persönlich gefallen sie aber besser, die spiele ich lieber.
Zum einen, weil es hier von Anfang an schon Farben gab, die mir einfach besser zugesagt haben. Zum anderen mag ich diese wirklich auch schmale Form, ähnlich wie bei Condor X, mit so einer sehr, sehr engen Rille, wo die Darts hier sehr, sehr schön einfach geführt werden, also enge Gruppierung ermöglichen. Und das ist eben schon gleich der größere Standard-Shape. Das heißt, die Darts stecken bei mir nicht so tief mit dem Hintern, sondern genau im richtigen Winkel, wie ich es brauche. Deswegen kann ich die Flights auch anspielen. Man sieht es auch, der ist schon ein bisschen mehr bespielt. Auch nochmal zum Thema Haltbarkeit, und das können wir auch nochmal austesten. Einige haben berichtet, mir auch mal geschrieben mit einem Foto, dass sie die Winmore Fusion zum Beispiel auf Turnieren gespielt haben, meist so in der Turnhalle. Und wenn dort Bouncer auf dem harten Boden gefallen sind, scheint es ab und zu schon mal passiert zu sein, dass wirklich so ein Flügel dann abbricht. Beziehungsweise hier irgendwo einen Riss kriegt, weil offenbar dieser sehr, sehr schmale Übergang von Flight in den Schaft an irgendeiner Stelle so dünn ist, dass das so eine Art Sollbruchstelle dann im Extremfall darstellen kann. Ich persönlich kann es noch nicht nachvollziehen. Ich spiele ja jetzt seit Monaten die verschiedenen Varianten und Längen, habe bei mir aber auch maximal Laminatboden, ansonsten Teppichboden. Alle Darts, die mir da rausgefallen sind, und klar, das waren auch einige, da habe ich jetzt keins von diesen Problemen in irgendeiner Form bekommen. Aber wir können es ja auch mal in einem ganz krassen Hardcore-Test mit allen Shaft-Flight-Systemen mal drauf ankommen lassen. Womöglich lässt sich das ja wirklich reproduzieren. Eine Sache, die mir bei den Fusion allerdings auch aufgefallen ist, das Material ist halt relativ dünn, ohne irgendwie extra Verstärkungen. Damit ist es jetzt meines Erachtens nicht weniger haltbar. Aber die 90 Grad Winkelform kann hier und da schon mal ein bisschen rausgehen. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera hier für diesen Flight sieht, aber der ist halt hier, der Flügel, der biegt sich hier leicht. Kann man es natürlich auch mit den Händen hier und da wieder ein bisschen zurechtbiegen. Aber im Vergleich zu den anderen Systemen, wie gesagt, ist mir das bei den Winmore Fusion jetzt nach einiger Zeit aufgefallen. Und es liegt auch nicht an der Lagerung, weil die sind bei mir alle in einem Dartsständer. Also da ist kein Druck oder irgendwas auf diesen Flights. Ich habe die nicht irgendwo in der Tasche, viel zu eng. Also eigentlich dürfte da von sich aus gar nichts sein. Eine Sache will ich sowohl bei Target K-Flex wie auch bei Winmore Fusion nochmal einbringen, und zwar dieses Deflect-Verhalten. Bei meiner Spielart, wie gesagt, eigentlich mag ich es lieber, wenn die Darts ein bisschen steiler stecken und ich dann sozusagen den Flight darunter anspielen kann. Bei den K-Flex, die stecken bei mir von Hause aus ein bisschen flacher, und wenn jetzt ein Folgedart manchmal hier auf den Flight draufkommt, habe ich das Gefühl, gerade bei mittellanger bis langer Variante, dass durch diesen Flex fast so eine Art Trampolineffekt entsteht, also die Ablenkung deutlich größer wird. Gefühlt ist dieses Verhalten bei den Winmore Fusion, die ein bisschen dünneres Material insgesamt haben, noch ein kleines bisschen mehr in irgendwie so einem ungünstigen Verhältnis. Aber meist ist dann, wie gesagt, der Dart auch noch nicht optimal vom Speed oder vom Winkel angekommen. Ist aber, wie gesagt, ein Verhalten, was mir jetzt insbesondere bei diesen beiden Systemen nochmal aufgefallen ist. Im Vergleich zu einem Condor X, grob ja, aber nicht so weit mit Trampolineffekt wie bei K-Flex oder Fusion. Ja, die letzten im Reigen sind die L-Style Phantom. Da muss ich sagen, habe ich mich auch sehr drauf gefreut. Man hat ja gehört, dass L-Style die in Japan schon mal eingeführt hatte, gab nicht ganz so positives Feedback. Sie haben es nochmal zurückgenommen, verbessert und kamen dann jetzt insgesamt auch bei uns in Europa damit dann auf den Markt. Gibt auch die schmalere sowie die größere Standardform. Dazu finde ich in echt attraktiven Farben. Bekanntes L-Style Easy System, nur halt jetzt in diesen festeren Molded Flights. Das heißt, du hast jetzt Flexibilität bei der Länge deines Schaftes. Das Cap ist ja wie bei den Easy Flights genauso integriert. Das heißt, man drückt sie einfach drauf und damit bist du schon good to go. Auch wieder sehr, sehr schöne, haltbare Molded Flights mit diesem L-Style Logo da so mit drin. Gefällt mir insgesamt gut. Habe ich für mich genau das gleiche Ding. Die schmalere Form hängt mir dann einfach ein bisschen zu tief im Board. Die größere Form, so wie ich sie jetzt hier auf dem Gagadart habe, mit der komme ich sehr, sehr gut zurecht. Auch hier keine Robin Hoods. Darts gehen ja wunderbar dran vorbei, lassen sich auch eng gruppieren. Hier habe ich auch das Gefühl, die sind wirklich sehr haltbar gemacht. Die halten eine Menge aus. Gutes, stabiles Flugverhalten, geringe Deflects, also eigentlich alles, was man sich so wünscht. Das Einzige, was mir hier öfter mal passiert ist, kommt eine enge Gruppe oder vielleicht der Dart verhakt sich so ein kleines bisschen, dann poppen mir die Flights raus. Wenn der nachfolgende Dart steckt, an sich womöglich auch ein gewünschtes Verhalten. Allgemein bei L-Style aber eher ungewohnt und mir war es bei den größeren hier, wie gesagt, zu häufig. Das hat mich dann im Laufe der Zeit doch ein bisschen genervt.
Hier habe ich aber ehrlich gesagt noch nicht so einen langen Testzeitraum jetzt und auch noch nicht irgendwie viele andere Schäfte ausprobiert. Kann auch sein, dass der hier inzwischen von der Aufnahme hinten schon so ein bisschen ausgenudelt ist. Die sind ein bisschen weiter als normal. Und dass deswegen natürlich jetzt gerade dieser harte Flight jetzt hier tendenziell auch ein bisschen leichter abspringt, als es bei einem neuen Schaft zum Beispiel der Fall wäre. Das ist also mein kleiner Table Talk zu Molded Shaft Flight System und meine persönlichen Eindrücke. Jeder wird dann natürlich so seine ganz individuellen Vorlieben haben und ich finde, es kommt auch wirklich darauf an, was spielst du für Barrel, welche Gewichte, welche Grip Art, welche Spitzen, wie lang, wie rau, wie magst du gerne, dass deine Darts im Board stecken. Natürlich auch Flugverhalten, Gruppierung und. Also deswegen finde ich, kann man jetzt nicht sagen, hey, dieses eine System ist auf jeden Fall besser als das andere. Muss jeder eben für sich selbst bewerten und auch selber herausfinden. Also ich bemerke bei mir zumindest, dass ich vermehrt auf solche Shaft-Flight-Systeme gehe. Derzeit ganz besonders die Condor X in den neuen, frischeren Farben, aber immer Standard-Shape, also die größere Form. Und deswegen zum Beispiel auch Winmore Fusion, weil die beiden gibt es halt in der größeren Form. L-Style Phantom an sich auch. Auch hier spiele ich gern die größere Form. Muss aber sagen, die poppen mir öfter von den Schäften runter. Also die sind so hart, dass wenn mal wirklich eine engere Gruppe zusammenkommt, mir gerne mal der komplette Flight hinten abspringt und das finde ich dann auf Dauer doch wieder ein bisschen nervig. Ja, und bei Target K-Flex fehlt mir einfach noch der angekündigte größere Standard-Shape, der denn jetzt im ersten Quartal 2024 kommen soll. Ja, so hat jeder eben seine Vorlieben. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, bei welchem System ihr inzwischen gelandet seid oder welche ihr noch so ausprobiert und wie eure Erfahrungen mit auch diesen Einzelsystemen so sind. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ja, und das war's heute von mir. Lieben Dank fürs Reinschauen. Tschüss, ciao, good darts. Bis zum nächsten Video.